So, meine lieben Freunde, Hallöchen, Puppelchen und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Shanty and the Pirate's Curse. So, bei heute neue Aufnahmestation. Ich habe mal wieder voll Bock. Und für die Leute, die es sehen, ich gebe mir bei Shanty so ein bisschen Mühe, auch mit Thumbnails und allem drum und dran. Das wird in Zukunft auch öfters kommen. Und ja, folgendes, wir starten jetzt hier einfach und ich erzähle es einfach weiter. Und zwar folgendes, ich habe ja die ganze Zeit hier, lasst ja jetzt Shanty täglich von der Bühne laufen. Das bedeutet, ich bin fleißig am Vorprogrammieren und hoffe auch, dass ich das so weit schaffe, dass ich Bioshock natürlich, das läuft auch nebenher, und Shanty vielleicht dieses Jahr noch fertig schaffe, aber da schaffe ich es einfach nicht. Ja, der erzählt uns das gleich. Der so Shuttletown lag, pipapo, ich hätte gern ein bisschen was zu essen. Gut, wir haben nicht genug. Ah, wir haben nur zwei. Okay, haben wir beim letzten Mal schon gegeben. Alles klar. Ja, ich versuche auf jeden Fall dieses Jahr 2019 noch Shanty und Bioshock 1 Remastered Edition fertig zu kriegen. Deswegen bin ich die ganze Zeit schon am fleißig am Aufnehmen, am Quatschen und so weiter und so fort. Ich muss mir mal einen kurzen Überblick verschaffen. Drei Tintenfischherzen, Tierkombi, Röntgenbrille, Pistole, Hut, Säbel, okay. Ich gehe jetzt noch mal ganz kurz und hole mir noch mal ein bisschen Kohle. Dann kann ich zumindest mein Haar fertig aufwerten. Mehr will ich auch gar nicht machen und dann besuchen wir die nächste Insel, weil ich glaube, ich habe beim letzten Mal alle so gut wie es möglich, so gut wie möglich abgegrast. Ach. Lass mich ra. Ja, super. Und ja, habe jetzt beim letzten Mal alles so gut es ging abgegrast, soweit ich mich erinnern kann. Was? Sie kommen wieder? Sobald ich auf dem Screen raus bin? Okay. Auf jeden Fall, wir sind jetzt schon bei 49%. Das bedeutet, wir haben gut was. Wir haben gut was weggesteckt hier. Und diesen. Das möchte ich natürlich ganz gerne. Willkommen in meinem Laden! Nein, nicht kaufen. Haben wir natürlich. Seidige Creme. Verbessert dein Haar für schnelle Peitschenhiebe. Gut, nee, wir können uns nichts mehr leisten. Und unser Haar ist fertig. Oh, jetzt geht's aber ab hier, die Kleine. Super. Bis jetzt kam auf YouTube nur der erste Part. Deswegen kann ich dazu noch nicht viel sagen. Aber scheint ganz gut bei euch anzukommen. Spuckinsel haben wir fast fertig. Die Frage ist, schaffe ich... Normalerweise müsste ich hier noch ein... Ich such's einfach mal. Komm, wir nehmen uns einfach nochmal die Zeit. Ich guck mal, ob ich hier ein Tinkerbett finde. So. Wir haben ja jetzt eigentlich fast alles. Wir können gleiten. Wir können hier solche Dinger kaputt machen. Und ja, ich such's einfach mal. Also ich guck jetzt nirgends im Internet herum oder sowas. Also ich guck einfach wirklich mal, wie ich es schaffe. So, weg mit der ollen Zippe. Bevor sie anfängt hier rumzuschießen. Also einfach mal alles in Ruhe abklappern. So, weg mit der ollen Zippe. Oh, mit dir auch. Aua. Boah, das ist doch gemein, ey. Irgendwo habe ich was vergessen. Die Frage ist, wo? Das da, das da. Das geht am schnellsten. Das bedeutet, das hoch und dann das da. Jetzt. So, ich guck einfach mal hier. Ja, das ist jetzt die Frage. Eigentlich will ich erstmal hier unten gucken, ob ich da irgendwas vergessen habe, aber ich glaube nicht. Ich muss jetzt auch gezwungenermaßen nicht speichern. Ah ne, hier waren ja nur die Bikini-Mädels am Baden in der Sabba.
So, das da, das da. Dann diese Statue. Ich muss zwischendurch auch mal einen Screenshot machen für die Thumbnails. Nicht, dass ich immer irgendwelche Thumbnails benutzen muss. So. Ja, ich hab dich gesehen. Komm raus. Du, spring her. Komm auf, Froschi. Komm her. So, du kommst wieder raus. Yes, hier komme ich jetzt hin. So, dann haben wir diese... So, Mädchen, tanz. Oh yeah, zeig uns deine Hüften. Lass die Hüften kreisen. Der Hüftschwung, super. Dunkle Magie halten, wunderbar. So, jetzt bin ich gleich nochmal... ein Schluck O-Saft trinken. Super, dann haben wir alles. Das ist genau das, was ich mir gedacht habe. Dann haben wir diese Spuckinsel zumindest fertig. Komm, speicher mal. Bitte das Gerät nicht ausschalten. Super. Wunderbar. Und jetzt einfach nur noch so schnell wie möglich abziehen hier. Wir haben ein Herzchen verloren. Das ist nicht so geil. Aber passt schon. Also ich finde es jetzt nicht so tragisch. Oh, das war gemein, ey. Direkt rumgedreht, diese olle Zippe, ey. Jetzt aber. Oh. Ah, komm. Alter, jetzt verliere ich noch tatsächlich zwei Herzen fast. Das ist grausam. Lassen die wenigstens was fallen? Nö. Tatsächlich wirklich zwei Herzen verloren. Gut, dafür habe ich noch ein Blasenschild erhalten. Die Frage ist, ob das Blasenschild voll ist. Jo. Gut. Super, Spuckinsel 100%. Shuttletown fehlt noch was. Da muss ich später nochmal gucken. Ich gucke jetzt nochmal. Ich weiß was, ich klappe alles hier nochmal in Ruhe ab. Hier haben wir bestimmt noch irgendwas eine oder andere. Wow! Genau, das meinte ich damit. Okay. Super. Haben wir doch schon mal ein Tigerbett gefunden. Dunkle Magie. Oh yeah. Lass die Hüften kreisen, Mädchen. Wunderbar. Ich hab die Chantier gern. Die ist total lieb. Ich habe noch ein zweites Spiel von der. Das werden wir natürlich auch noch spielen. Geil, geil, ich kann Rubine farmen. Na komm, ist egal. Ich habe jetzt keine Lust, mich ständig mit den Zombies hier rumzuärgern. Da die sowieso nur Kohle fallen lassen und irgendwann gehen mir auch die Herzen aus. Nein, 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 nein. Da bin ich eigentlich nicht. Aua. Doch. Du bleibst mir ja vom Leib. Oh, Hummerschwanz. Die Frage ist, können wir das dem Bürgermeister geben? Ich glaube ja. Ich glaube, die holt hier rum, oder? Ne, holt sie nicht. Noch nicht. Jo. Fossil, was ist das denn für ein... Okay. Fossil erhalten, na gut. Ich will jetzt einfach mal hier oben lang, um zu gucken, ob ich irgendwo was vergessen habe. Nee, okay. So, hier ist noch so ein Herzchen. Herztintenfisch, super. Wunderbar, hier kommt aber... Doch, hier geht sie lang. Hier speichert sie aber der Holz rum. Okay, keine Chance, dass ich nochmal lang gehe. Super. Gut, dann haben wir hier soweit... Oh, die kommen ja wieder. Ihr Halunken. Oh, Mann. Das könnt ihr doch nicht bringen. Na, lass wenigstens ein Herzchen fallen. Dann muss ich den ganzen Scheiß nicht nochmal... Oh, der kommt hier einfach aus dem Dingsbums raus.
muss ich diesen ganzen Weg zurückgehen und darf nicht sterben. Autsch, autsch, autsch. Dabei wollte ich das in Ruhe abklappern. Na komm, ich bleib hier oben. Da war ich überhaupt genau hier runter. Und dann mit der Kutsche fahren. Jo, Joe! Nochmal fahren, klar, natürlich. Halt dich fest und pack rein. Super, duper. So, dann gucke ich mal, ob wir hier irgendwo lang können. Jetzt können wir hier lang. Die Frage ist... Ah, hier. So, die sind eigentlich relativ einfach, aber die Chanté ist gut am Arsch, würde ich mal sagen. Also die hat schon ordentlich was wegstecken müssen, das arme Mädchen. Aber wir nehmen nochmal einen Trank. Ja, super. Jetzt geht sie wieder gut, hm, Girlie? Wunderbar. So, wir haben zwei Tinkerbells gefunden. Eine Schlamminsel. Diesen Ort mag ich überhaupt nicht. Keine weiteren Fragen. Ah, trautes Heim. Hör mir zu. Diese Insel versteckt ihre Geheimnisse unter der Erde. Wenn du einen Weg nach unten findest, entdeckst du dort vielleicht etwas Interessantes. Das oder etwas wirklich richtig Ekliges. Ach, Mann. Ach, Rotti Motti. Flotti Karotti. So, kann ich nicht nochmal hier hin? Ich muss mal gucken, ob ich nochmal in diesen Dungeon kann. Ja, kann ich. So, ich weiß nämlich gerade aktuell nicht, ob ich das alles fertig habe. Ich guck einfach mal. Einfach mal geguckt, ja. Das gehört zu einem Let's Play dazu. Ich versuche es halt 100% zu machen, aber ich kann nichts versprechen. Die kann ich so nicht kaputt machen. Okay, ich dachte, die könnte ich jetzt kaputt machen oder so. Doch, warte mal. Kann ich die? Nee. Okay. So kann ich die nicht kaputt machen. Aber ich hätte ja sein können, dass ich mit den Dingspunkts hier irgendwie weiterkomme. Auf der anderen Seite kann ich hier auch Items farmen. Ach, Mist. So, habe ich hier überhaupt schon... Ja, ich habe hier eigentlich alles schon abgegrast. Wie gesagt, ich mache das jetzt nur mal so rein provisorisch. Und kann natürlich auch zeitgleich ein bisschen Kohle farmen. Das mache ich auf keinesfalls, nur um Folgen zu generieren. Nee, Quatsch, wir können das ja jetzt alles einigermaßen schnell abgrasen. Einfach nur mal gucken, ob irgendwo was... vergessen haben. Aber ich glaube nicht. Müsste ich mir eigentlich mal aufschreiben. Wir haben jetzt zwei Tinkerbells und einen von diesen Knödel. Also hier Tintenfischherzchen gefunden. Ich weiß jetzt nur allerdings nicht, wie viele jetzt noch offen waren dafür. Ich könnte natürlich das auch später machen, wenn wir alle Items haben. Aber jetzt, wo wir schon mal hier sind... Ja, Pickenball und so ein Kram ist mir eigentlich egal. Es wäre cool, wenn die irgendwie Essen oder so fallen lassen würden. So, hier haben wir alles. Wir haben halt wirklich alles, soweit ich weiß. Ich gucke nochmal hier lang, aber ich glaube... Ich habe jetzt nirgends was gefunden. Doch, da war etwas. Und ich weiß immer noch nicht, wie ich da langkomme. Hier gibt es da noch so ein Schussteil. So ein Raum, wo du halt permanent hin und her schießen musst. Genau.
Das ist jetzt die Frage. Wie komme ich denn da hin? Hier, dieses Tintenfischherzen hätte ich gerne. Die Frage ist nur, wie komme ich da entlang? Nein! Nech. Das ist doch eklig. Gut, da kommen wir jetzt hoch. Okay. Aber hier waren wir schon. Hier gibt es noch Kohle, ne? Ja, da will ich eigentlich... Ich muss, glaube ich, irgendwie weiter hoch. Auf jeden Fall möchte ich gucken, wie ich an dieses eine Teil rankomme. Nein! Ja, jetzt habe ich verkackt. So, lass mich mal ganz kurz überlegen.